Epic, endlich, mal wieder. Und zwar die Saint-André, die Grand Ola, wie sie so schön heißt. Und das Besondere bei der Zigarre ist, man sieht es schon, die Anila oder Bauchbinde. Und der Pigtail. So, den Pigtail, den müssen wir natürlich mit dem Schneider etwas abmachen. Wir können natürlich auch abdrehen, das ist dazu auch gemacht. Also, man nimmt und dreht ab. Aufpassen, dass man es gegen den Uhrzeigersinn macht. Und bei der Zigarre hat sich Dean Parsons, der Dean Parsons ist ja der Besitzer der Marke Epic. Vielleicht nochmal kurz zum Dean. Dean ist eigentlich Kanadier, ist in Kanada geboren und aufgewachsen. Hat dann 10 Jahre Profi-Eishockey in Kanada gespielt und nach seiner Karriere als Eishockeyspieler ist er zur Polizei gegangen, hat dort eine Karriere gemacht und wurde dort in der SWAT-Einheit in Montreal Major. Um in eine SWAT-Einheit in Kanada zu kommen, muss man zu den 1% der Besten gehören. Ja, selbst die, die sich freiwillig melden, mehr als die Hälfte von denen, die sich freiwillig melden und dann angenommen werden, fliegen durch den Kurs. So, und da dann eben den Rang eines Majors zu kriegen, da muss man schon einiges drauf haben. Das passiert nicht, weil man ein bisschen Glück gehabt hat oder weil man durch sonst irgendwas da reinrutscht. Das wird sicherlich nicht passieren. Und Dean hat sich dann aus dem Polizeidienst irgendwann verabschiedet und ist dann ins Immobiliengeschäft und somit in die Karibik gekommen. Und seine Leidenschaft zur Zigarre hat ihn dahin gebracht, dass er in der Karibik, in der Dominikanischen Republik, ein kleines Zigarrengeschäft eröffnet hat und ist darüber dann an den Rolando Villamil gekommen, einen der ganz, ganz, ganz großen Masterblender der Zigarre, und hat sich dann von ihm seine Zigarren blenden lassen. Die Zigarre, die wir hier haben, ist was Besonderes. Es gibt sie nur in einem einzigen Format, in der 54x6,5. Und diese Anila kann man im Endeffekt mitrauchen. Das heißt, es wird ein helles Tabakblatt rautenförmig ausgestochen und in dem Tabakblatt dieses E wird auch wieder ausgestochen und das wird dann auf die Zigarre gegeben. Das wird genauso darauf festgemacht, wie hinten die Kappe oder Kappa festgemacht wird. Mit einem Stärkekleber. Auf natürlicher Basis natürlich. Das Interessante ist, das Deckblatt ist ein Saint-André. Deckblatt aus Mexiko. So, und hier sehen wir schon, ein Negro ist es nicht. Besonders scharf ist es nicht. Ich vermute mal, dass es ein sogenanntes Sumatra ist. Genau wissen wir es hier nicht. Wir kriegen viel mitgeteilt, aber alles dann doch nicht. Aber zumindest wissen wir Mexiko, Saint-André, und da bleiben ja dann immer so viele Möglichkeiten. Negro, das sehen wir, es ist nicht wirklich dunkel. Und für ein Corojo oder für ein Criollo, obwohl es könnte es auch sein von der Farbgebung her, aber es ist mir nicht würzig, nur es ist zu rund, zu creamy, zu gefällig. Im Umblatt Indonesien Sumatra. Indonesien Sumatra heißt im Endeffekt nichts anderes, dass wir einen Tabak haben, der da Sumatra heißt. Den kennen wir ja, den haben wir schon öfters gehört. Gibt es ja auch als Deckblätter, gerade beim Shortfiller, beim deutschen Shortfiller, beim hellen Shortfiller. Sumatra Tabak lang, das Nonplusultra von überhaupt allem, was im hellen Bereich gegangen ist. Manchmal auch Indonesien, das steht da noch extra drauf. Sumatra, der Urtabak dessen, was wir heute Connecticut nennen. In anderen Filmen von mir kann man das sehen. Sumatra, der Ursprung des Kamerun-Tabaks, auch das erkläre ich in einigen Filmen. Also der Sumatra-Tabak ist ein alter Tabak, ein sehr beliebter Tabak immer gewesen und immer ein Tabak gewesen, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Heute in Amerika auch ein sehr, sehr beliebtes Deckblatt. Ich darf auch bei uns daran erinnern, dass wir einiges mit Sumatra auch haben. Weniges, na, einiges zu viel, weniges. Im Umblattbereich ein bisschen mehr, im Deckblattbereich zum Beispiel zu empfehlen, Christoph Sumatra. Tolles Deckblatt. Für toll, einfach mal was anderes. Macht richtig Spaß. Ja, und in der Einlage haben wir in der Dominikanischen Republik Nicaragua. Und Nicaragua bringt so ein bisschen die Würze, aber nicht wirklich viel. Also es ist keine Schärfe drin, wir haben keinen Pfeffer drin oder sowas. Und der dominikanische Tabak in der Einlage bringt noch mal ein bisschen Fülle und Weichheit. Im Großen und Ganzen haben wir eine Zigarre,
die doch mittelkräftig bleibt. Und eine Zigarre, die uns sehr viel Spiel, sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Spaß bringt. Und ich sage immer, es ist einfach eine Zigarre. Sie sieht nicht nur außergewöhnlich aus, sondern sie schmeckt auch außergewöhnlich. Und in diesem Sinne sage ich euch, raucht was Gescheites.